Ja, Frau Dr. Bodum, wir haben uns ja schon mal kennengelernt. Schön, dass es heute noch mal geklappt hat. Wir haben das Thema Herzschrittmacher uns doch noch mal, oder wollen wir doch mal ein bisschen näher mit mehr Zeit beleuchten. Ja, wenn das Herz dann irgendwann Unterstützung braucht, dann kommen Herzschrittmacher zum Einsatz. Genau, ich freue mich auch, Sie wieder hier mal zu sehen. Jetzt auch mal wieder ohne Maske, wenn wir ein bisschen Abstand haben. Und ja, Herzschrittmacher sind ein wichtiges Thema, vor allen Dingen, wenn das Herz zu langsam schlägt. Dann kommen Herzschrittmacher zu Einsatz. Also wenn Patienten merken, dass es ihnen schwindelig wird, die vielleicht auch mal stürzen, so kurz das Bewusstsein verlieren, das sind immer so Sachen, wo ich so ein bisschen aufmerksam werde und noch mal genauer hinschaue, mir das EKG anschaue, ob es da schon irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass das Reizbildungssystem, also dieser Taktgeber im Herzen, auch das Reizleitungssystem, also diese Nervengewebe, die dann die Impulse vom Taktgeber auf das ganze Herz also quasi weiterleiten, ob die irgendeine Störung aufweisen. Und wenn es da Störungen gibt, die relevant sind, die zu Schwindel, Bewusstlosigkeiten, Leistungsschwäche, Luftnot führen, auch manchmal Druckschmerz auf der Brust, wenn die gestört sind, dann ist es an der Zeit, darüber nachzudenken oder zu schauen, ob ein Schrittmacher die richtige Therapieform ist. Man muss natürlich immer schauen, ob nicht noch irgendwelche anderen Ursachen mit in Frage kommen. Die muss man vorher ausschließen. Aber wenn es klar ein Rhythmusproblem ist, ein zu langsamer Herzschlag, dann ist der Herzschrittmacher die richtige Therapieoption. So, wenn jetzt ein Patient praktisch das benötigt, einen Herzschrittmacher, wird er ja vorbereitet. Auf was muss er sich jetzt einstellen? Sprich erstmal, wie lange dauert so eine Operation? Und als zweite Frage gleich hinten dran, wie lange kann so ein Herzschrittmacher im Körper verbleiben? Also in der Vorbereitung ist es ganz wichtig, dass man erstmal schaut, hat der Patient irgendein anderes strukturelles Problem am Herzen, das vielleicht die Rhythmusprobleme macht. Wenn zum Beispiel eine Durchblutungsstörung am Herzen vorliegt, kann man die ja auch beheben. Teilweise verschwinden dann auch Rhythmusprobleme, sodass wir immer bei den Patienten einen Ultraschall des Herzens machen, natürlich sowieso nochmal ein EKG schreiben, um die Rhythmusstörung zu analysieren. Gegebenenfalls muss auch noch mal eine Fahrradbelastungsuntersuchung stattfinden, um zu schauen, ob das Reizbildungssystem und die Strukturen, die Reize auch weiterleiten, entsprechend der körperlichen Aktivität mitgehen können. Auch das ist manchmal ein Problem für Patienten und das schaut man sich auch im Vorfeld an. Manche brauchen noch mal eine Herzkatheteruntersuchung, um diese Durchblutungsstörung auszuschließen. Und ja, das sind eigentlich schon die Hauptuntersuchungen. Röntgenuntersuchung vom Brustkorb ist nochmal ganz hilfreich, um im Vorfeld schon zu sehen, wie liegt das Herz, gibt es irgendwelche Knochenprobleme. Aber das ist jetzt erstmal nichts wirklich Entscheidendes vor so einer Operation. Und diese Voruntersuchung kann man in der Regel an einem Tag auch schon absolvieren, maximal 2 Tage. Dann schauen wir noch, dass die Patienten ihre Blutverdünnungsmedikamente optimal eingestellt nehmen können. Gegebenenfalls pausiert man das auch am Operationstag. Und dann findet die Operation in der Regel in örtlicher Betäubung statt, durch einen kleinen Schnitt, der unterhalb vom Schlüsselbein in der Regel auf der linken Seite gemacht wird, weil das der Arm ist, der von den Patienten nicht ganz so viel belastet wird und damit die Elektroden nicht ganz so großen Scherkräften ausgesetzt sind. Während der Operation, wenn das nur in örtlicher Betäubung ist und die Patienten jetzt nicht extra noch Beruhigungsmittel oder extra starke Schmerzmittel sich wünschen, kann man mit dem Patienten sich unterhalten, auch so erklären, was man macht. Das ist immer unterschiedlich, wie die Patienten das wollen. Manche wollen auch einfach schlafen, das ist auch gar kein Problem. Und dann werden halt 1, 2 oder 3 Kabel am Herzen verankert. Operationen für so Ein- und Zweikammerschrittmacher ist natürlich immer abhängig, ob es irgendwelche anatomischen Probleme bei den Patienten gibt, natürlich auch wie geübt der Operateur oder die Operateurin sind, sodass bei Geübten so eine Operation in 15 bis 30 Minuten stattfinden kann. Manchmal sind es aber dann auch trotzdem eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, aber das ist eher die Ausnahme. Es sei denn, es müssen mehr als 2 Kabel platziert werden. Das dritte Kabel ist immer so ein bisschen das anspruchsvollste. Dann kann es auch mal bis zu einer Stunde, manchmal auch ganz, ganz selten, also in 1% der Fälle ein bisschen länger gehen, sodass es für die Patienten eigentlich gut auszuhalten ist. Nach der Operation werden die Patienten informiert, dass es wichtig ist, erstmal so einen
Kompression, so einen Sandsack legen wir darauf auf die Wunde, damit so kleine Blutungen noch zum Stillstand kommen. Der bleibt dann immer in der Regel bis zum Abend, teilweise auch über Nacht noch liegen. Da sollen die Patienten sich jetzt auch nicht so viel bewegen können, aber trotzdem mal auf Toilette gehen. Werden noch am Monitor überwacht, weil so die ersten 24 Stunden immer so das höchste Risiko haben, dass so eine Elektrode nochmal Probleme macht. Die wird ja mit so einer ganz kleinen Schraube im Herzmuskel eingeschraubt. Und da halten die auch sehr, sehr gut. Aber bei einer ganz geringen Anzahl, also unter 1%, kann so eine Elektrode leider nochmal verrutschen. Und dann ist es gut, wenn der Patient am Monitor überwacht ist. Mhm. Ansonsten wird am nächsten Tag nochmal eine Kontrolle des Schrittmachers gemacht, auch nochmal eine Röntgenaufnahme gemacht, um zu bestätigen, wo die Kabel genau liegen, dass auch keine Verletzungen irgendwie an den umliegenden Strukturen aufgetreten sind. Und wenn alles in Ordnung ist, kann man danach wieder nach Hause gehen. Ja. Gar nicht so eine große Sache. Ne? Patienten sollen natürlich darauf achten, dass die Wunde erstmal noch trocken ist, weil man einfach Angst hat, dass irgendwelche Hautkeime, die bei jedem auf der Haut einfach leben, das gehört zur Standortflora dazu, aber die dürfen halt nicht in die Wunde rein und das soll deshalb die Wunde trocken gelassen werden. Wir machen sogar ein Duschpflaster drauf, sodass die Patienten so mal auch sich frisch machen können. So kleine Wasserspritzer tun da überhaupt nichts. Und eine weitere wichtige Sache ist noch, dass man für 6 Wochen den linken Arm, wenn da die Operation war, wenn es rechts war, halt rechts, etwas schont, nicht zu starkes Armkreisen macht, dass noch nicht zu viel Zug auf die Elektroden kommt, dann können die schön im Herzen einwachsen. Und nach den 6 Wochen kann man eigentlich ganz normal den Alltag wieder meistern. Und dann hält der Schrittmacher in der Regel, wenn alles in Ordnung ist, 10 bis 12 Jahre. Okay, also kann man ja eigentlich generell sagen, wenn man einen Herzschrittmacher dann doch bekommt oder bekommen muss, ist nach einer gewissen Zeit ein unbeschwertes Leben möglich. Genau. Und halt auch wieder mit mehr Sicherheit. Man hat nicht immer die Angst, dass man vielleicht wieder bewusstlos wird oder es einem schwindelig wird, sondern der arbeitet da ganz stabil für einen und unterstützt einen im Alltag. Und Sorgen vor irgendwelchen Problemen sollte man eher nicht haben. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, wir bedanken uns fürs Gespräch, Frau Dr. Bode. Ich freue mich, dass Sie da waren.